Ich verstehe Davos. Es sind nicht alle Juden sehr respektvoll. I was very hurt, as if every Jew is not decent. Ein Davoser Bergrestaurant, wo kein Schlitten oder andere Sportgeräte mehr wird an jüdische Gäste vermieten. Das sorgt in der ganzen Schweiz für Empörung. Wir wollen wissen, wie die Stimmung da vor Ort ist. I don't deserve to be generalized as everyone that looks like me is not decent. It's very easy to say if one Jew does something wrong, to speak in general that all Jews are wrong and all Jews are thieves. In my opinion, this is anti-Semitism. Wir haben auch mit jungen Männern von einer jüdischen Schule geredet. Die haben zwar nicht vor der Kamera reden, sie sagen uns aber, dass sie bestürzt sind über die Nachricht, schockiert. Der eine sagt auch, dass er sich jetzt hier nicht mehr willkommen fühlt in Davos. Im Dorf hören wir aber auch Verständnis für das Bergrestaurant. Ich glaube, es ist sicher keine gute Werbung, auch für Davos allgemein. Es ist schon sehr rassistisch eigentlich. Es sind nicht alle Juden sehr respektvoll. Ich kann sagen von meiner Mami, sie war Hauswärtin. Die mieten damals Apartments und hinterlöhnt sie wie ein Schweinstall. Tut man da nicht in dem Sinn alle in einen Topf werfen? Nein, nein. Nein, also, sicher nicht. Aber eben, ich sage jetzt da nicht, dass jeder so ist. Also ich finde das eigentlich nicht ganz okay, alle Juden in einen Topf schmeißen. So Kollektivstrafe finde ich gar nicht, aber ich kann es auch nachvollziehen, was sie damit meinen. Wieso? Ja, weil wenn man da in Davos ist, merkt man sehr oft, dass Juden ein bisschen anders umgehen mit gewissen Sachen. Ja, genau. Also auch in den Hotels und so. Trotz dem Vorfall fühlen sich die meisten jüdischen Gäste, mit denen wir hier geredet haben, wohl in Davos. I think that the person who put such a sign is also only one person in Davos. I feel that when I go and I take walks, I go up the hill, the mountains, everyone greets me very nice.